Hallo, ich bin der Stefan Blumtritt, bin Abteilungsleiter hier im Landeskirchenamt und zuständig für den evangelischen Religionsunterricht in ganz Bayern. Heute ist Zeugnistag und ich erinnere mich gut an meine Schulzeit. Das war kein Drama, nicht weil ich besonders gut war, sondern weil die Noten ja meistens schon bekannt waren. Und ein Ausrutscher, na gut, den konnte man im nächsten Jahr ausbügeln. Nach meinem Abiturzeugnis oder meinen Zeugnissen hat niemand gefragt. Heute, nach 30 Jahren, habe ich das erste Mal wieder die Zeugnisse in der Hand. Das Verhalten von Stefan gab bisweilen zu Beanstandungen Anlass, so seine eifrige Mitarbeit müsste noch zielgerichteter werden. Mathe wieder ausreichend? Es ist so ein durchziehendes Moment scheinbar. Sport gut? Kann ich mir vorstellen. Stefan ist ein lebhafter, allseitig interessierter Schüler. Fleiß, Sorgfalt und Mitarbeit verdienen volles Lob. Stefans Sprechzucht sollte unbedingt besser werden, was immer das heißt. Wir sind Menschen und wir entwickeln uns und wir gehen weiter auf unserem Weg mit oder mit anderen. Wir freuen uns daran, haben manchmal auch Nöte. Aber Katastrophen, so richtige Einbrüche sind Schulnoten nicht. Mein Leben und meine Freude am Leben ist nicht durch diese Punktzahl bestimmt.